Hallo zusammen, mein Name ist Michael Emerschow und in diesem Video möchte ich mit euch die Möglichkeiten der Zeiterfassung teilen. Möglichkeit Nummer 1 ist die Zeiterfassung via Dienstplan. Das bedeutet, ihr habt einen Dienstplan erstellt und nun möchtet ihr quasi aus den geplanten Zeiten automatisch Ist-Zeiten generieren. Diese Ist-Zeiten können dann später bearbeitet werden. Zum Beispiel könnte ein Mitarbeiter sagen, ich war zwar bis 20 Uhr geplant, aber war jetzt eine Stunde länger da, kann dann diese Änderung bei dir beantragen und du kannst diese Zeiterfassungsänderung wiederum bestätigen. Das ist die Zeiterfassung via Dienstplan. Nummer 2 ist die Zeiterfassung über die mobile App bei Mitarbeitern. Das heißt, der Mitarbeiter hat seine Smartphone-App und egal wo er gerade ist, kann er auf Start drücken bzw. auf Ende drücken und du bekommst diese Zeiterfassung direkt in deinem PapeShift-Account und kannst nachverfolgen, was gerade passiert. Möglichkeit Nummer 3, auch für Mitarbeiter direkt, nur in diesem Fall sollten die Mitarbeiter am Rechner arbeiten, denn dafür gibt es die Browser-Stempeluhr. Die Browser-Stempeluhr ermöglicht dem Mitarbeiter, wenn er gerade am Rechner ist, einfach auf Start und Ende zu klicken und damit diese Zeiterfassung zu starten oder zu beenden. Auch diese Informationen bekommst du immer in Echtzeit direkt in deinem Administratoren-Account übermittelt. Möglichkeit Nummer 4, meine persönliche Lieblingsvariante, ist die Zeiterfassung über die Tablet-Stempeluhr. Wir bei PapeShift nutzen das bei uns im Team auch. Das heißt, wir hängen quasi direkt am Eingang hängt ein Tablet und dort sind die Mitarbeiter alle gelistet. Und wenn man dann zur Arbeit kommt, tippt man seinen Namen an, unterschreibt und ist damit eingestempelt. Und auch diese Information ist in Echtzeit in deinem Account zur Verfügung. Möglichkeit Nummer 5, die manuelle Zeiterfassung. Gibt sicherlich bessere Möglichkeiten, aber die Möglichkeit, einfach am Ende des Tages, wenn noch keine Zeit erstellt wurde, einfach auf das Plus zu klicken und dann eine Zeiterfassung zu starten, nämlich einen Startzeitpunkt und einen Endzeitpunkt zu hinterlegen und eventuell irgendwelche Notizen hinzuzufügen. Das waren die 5 Möglichkeiten der Zeiterfassung in PapeShift. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Entscheidungshilfe geben, welche Möglichkeiten es da gibt und ihr findet die beste Konstellation für die jeweiligen Mitarbeiter bei euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Michael. Ciao.